Und da wären wir auch schon wieder. Zurück bei Wildstar. Also schon wieder ist gut. Eigentlich ist ja vor 2 Tagen und so. Oder vor, na, ihr wisst da Bescheid. Wir müssen da hoch. Jetzt red nicht so lange um den heißen Brei rum, Pilzi. Ich Gehört sich tut mir nicht. leid. Ich halte mich ja schon zurück. So. Los, mein Tier, hör auf zu reden. Oh, ein Datenwürfel. Oh, ein Lofty. Hui, Lofty. Da sind sie gelandet. Komm, wir gehen jetzt rein und prügeln sie da raus. Okay. Sag mal, wie groß ist denn das Ding? Achso, das startet jetzt erstmal. Ha! Wir sind drin. Prügeln wir halt drin die Scheiße aus ihnen raus. Umso besser, je tiefer sie fallen. Oh, das Auge ist auch hier. Ah. Das Auge. Hier gibt's auch eine Sequenz am Anfang. Hier ist nur der Captain. Seine Crew ist wohl schon über Bord gegangen. Kein Wunder. Die haben uns kommen sehen und dann so, nein, rennt! Die haben wir schon beobachtet. Das sind die. Genau. Oh. Selbstzerstörungsmechanismus? Rettungsterminal. Also ich nehme die eine Rettungskapsel, die übrig ist, und dir wünsche ich viel Glück. Weg hier! Ich habe den Fallschirm noch erwischt, glaube ich. Oh, ja, Glück gehabt. Oh, es war doch nur das Cape vom Captain. Oh, ich sehe Sterne. Ich kann hier schon eine Quest abgeben. Oh, Tech. Ich will aber eins mit Brutalität. Ja, sehr geil. Arbeiter, okay. Oi, das Schild ist ja mal deutlich besser. Ja, ne, gibt direkt mal 1000 mehr. Wahrnehmung, Fitness ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Brutalität oder. Ich will eigentlich nur Brutalität, aber das. Den für ein Ich Level-Up hat es nehme nicht gereicht. Was ist da denn los? Fairness. Ich wollte noch jahrelang drüber reden. So. Hä? Ich hab's nicht in meinem Inventar. Wo ist es? Es ist verschwunden. Oh, ohne Witz, wo ist Ich es dachte, hin? du wärst Weiß vielleicht ich nicht, hinter tot. dir? Hä? Wahrnehmung, Zähigkeit. Fitness wieder hier. Alles auf kritische Treffer kommen. So, also eigentlich müssen wir jetzt da hoch, wo wir dann auch die Berufe annehmen können. Gab's hier noch eine Quest? Nee, ne? Nee, hier Okay. haben wir alles. Oh, die hat weniger Rüstung. Oh nein. Nee, dann würde ich sie nicht. Wegen dem bisschen Rüstung, das ist eh egal. Hauptsache Damage. Komm, spring auf. Setz dich auf den Motor. Wupp. Das wäre cool, wenn man hier 1:2 benutzen könnte. Ja. Das stimmt. Warum gibt es das nicht? In WoW gibt es sowas, aber das hat auch eine Weile gedauert. Also ich glaube, das erste Reittier, wo du zu zweit drauf sitzen konntest, war mit dem dritten Addon. Ha. Ja, vielleicht ist das nicht ganz so leicht umzusetzen. Weiß ich nicht, warum. Es ist ja wie wenn dich halt irgendwo reinsetzt. Ja. Da wäre eine Quest. Da vorne ist ein Siedler-Ding für mich. Da sind überall auch Kampfmissionen. Jetzt schreibt mich wieder irgendjemand Das an im heißt Skype. Siedler-Erkunder. Dings. Oh. Hier ist trotzdem eine Quest. Hier auch. Moment, ich gehe da mal kurz zu dir und werde das dann hier erstmal außer Acht lassen. Weil ansonsten haben wir wieder alles unterschiedlich. Oh Gott, Herausforderung beginnt. Töte irgendwas. Vergifte die Kadaver, ja. Ja. Kriegen wir hin, aber wir müssen hier auch die Viecher töten. Komm mit. Ja. Ja, ich komme ja. Und Immer mit der hier Ruhe. ist noch eine Quest gestartet. Oh mein Gott, jetzt geht's ja wieder voll ab. Ich habe keine Herausforderung. Ich habe auch keins getötet. Wie? Jetzt müsst ihr aber eine haben, Ja, oder? jetzt habe ich auch eine. Willst du reden? Dann komm. Bist eine echt gute Nachbarin. Ich bin eine gute Nachbarin. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, was geht denn hier jetzt ab? Wie viele Was? Quests? Das tötet ihn nicht?
Aber mein Adler. Ich dachte, der wäre stärker. Nun gut. Ja, ist er wohl nicht. Noch mehr töten. Ich will hier einen höheren Rang. Also nicht nur, ne? Ach, hier kann man jetzt auch mal Ränge erreichen, okay. Ja, also... Ich denke, das kriegen wir. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Niemand gibt auf. Niemand gibt ja, bis jetzt hatten wir den Herausforderungen ja immer bestehen oder nicht bestehen. Genau. Was hast du zu deiner Vorsicht, okay. Stufe! Wir alle stehen in deiner Schule. Ich brauche noch 15%. 15%? Ja. Ist ein bisschen hart. 14. Yay! Ja komm, nehmen wir den Adler noch mit und den Wolf hier. Groß und böse! Töten! Ja, du hast schon noch einen angelockt, das ist gut. Ja, ja. Ich dachte, ich nehme den mal mit. Ja, alles mitnehmen. Als Hauswolf. Yes, ich habe den Silberrang. Hier gibt es nur maximal Silber. Ich brauche noch ein paar Prozent. Oh, das war verschwendet. Da vorne ist noch einer. Deko. Recycling. Recycling nehmen wir. Hm, ich habe die Wahl zwischen Recycling und Recycling. Ich glaube, ich nehme Recycling. Ja. Was? Oder? Das ist eine Idee. 5% noch. Ein. Jo, dann müssen wir uns irgendwo einsuchen. Hast du die Kadaver auch schon vergessen? Ja, das ganze Feld hier voller Quests. Das ist ja. Und da ich kann eine. Mir gleich neue Fähigkeiten kaufen. Oh, das war noch nicht nah genug dran. Na komm her, Wolfi. Klingensturm. Ja, sauber erledigt. Okay, Belohnung. So. Oh, mittlere Chancen. Augmentierte Klinge fügt er in den nächsten Schwertangriff blablabla Technologieschaden hinzu und macht irgendwas anderes noch. Hier. Ja, Unterstützung kriege ich nix. Oh, Blendgranate, das ist ja cool. Was hast du bekommen? Ich kann jetzt Blendgranaten benutzen. Puh. Die Frage ist nur, was für eine Fähigkeit mache ich dafür weg? Oh, du wirst angegriffen. Ja, ich kann gerade nicht. Ja, es macht ja nichts, dafür bin ich ja da. Was war die Fähigkeit nochmal? Machen wir mal die hier weg und schauen uns erstmal die Blendgranaten an. Ich sollte echt mal häufiger meine ganzen. Oh, cool. Meine ganzen Fähigkeiten ordentlich benutzen. So, Blendgranaten. Oh, das hat ja ein bisschen Abklingzeit. Hier ist noch ein bisschen, ne? Ja, ja, ich bin ja schon wieder da. Gut, gut. Oh, und Quest erledigt. Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt nur noch 3. Ja, aber da oben gibt es noch mehr und da sind überall noch mehr und ja, so. Was Vorsicht, noch? Stufe! Glückwunsch! Ich krieg eine Rüstung. Blendgranate! Gewährt dir oder einem Verbündeten 10 Sekunden lang 1530 absorbieren. Und 5 Sekunden lang einen Unterbrechungsschutz. Okay. Hm. Das ist ja auch ganz cool. Ey, das gucken wir uns gleich an, wenn ich hier... Okay, also die Blendgranate ist jetzt nicht so awesome. Oh, ich wurde gar nicht angegriffen. Ein VIP-Punkt, okay. Klassenpunkt. Psychische Raserei ruft 3 Spektralklingen herbei, bei denen jede 162 magischen Schaden bei 5 Gegnern verursacht und einen Psi-Punkt erzeugt. Okay. Hm. Okay, das hat aber ziemlich lange Abklingzeit dafür, dass... Ja. Ich mach's mal statt dem Klingentanz. Einfach mal ausprobieren. Gut. So, die Frage ist jetzt... Nehmen wir jetzt haben alle Quests hier an, oder? Ja, eigentlich könnten wir... Hier können wir noch eine abgeben. Hier oben bei mir. Und hier ist noch, was Kriegermäßiges. Ja. Mhm. So much. Und es ist Stellungskampf! Oh, sehr schön. Metzeln! Ja, kriegen wir hin. Ja, klar. Ja, ich halte die Stellung, Sir. Kein Problem.
69. Okay. Also die Fähigkeiten, die ich bekommen habe, sind jetzt beide irgendwie nicht so geil. Die Raserei ist gerade ein bisschen seltsam, ne? Aber okay. Die macht irgendwie Schaden, glaube ich. Du glaubst, dass sie Schaden macht? Ja, man sieht nicht so ganz die Wirkung. Das müsste dabei stehen im Text, ne? Ach so, ich kann die mehrmals hintereinander wieder aktivieren. Okay. Oh, eine Beute. So, erstmal hier alle. Okay. Noch eine. Ja. Auf jeden Fall kann ich dadurch schön Punkte erzeugen. Das ist gut. Das könnte vielleicht sogar meine Standardfähigkeit ersetzen, so wie ich das sehe. Was denn? Wie heißt das Ding? Moment. Psychische Raserei. Okay. So, hier vorne die Quest gebe ich noch ab. Ja, dann kann ich zwei annehmen und dann müssen wir da hoch. Da oben sind auch noch zwei neue Quests. Ja, und hier ist gleich eine, die wir machen können. Hei. Ja, wärst zugeknallt mit Quests, aber das ist doch okay. Ja, ohne Witz. Kommt man gar nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ich habe hier noch ein Attentat. Aber ich weiß nicht, Attentat klingt halt so, da finde ich halt, passt dann Schurke doch irgendwie besser. Zu einem Soldaten. Weil, ne, Attentat und so. Ja, schon irgendwie. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Obwohl dann bei so Stellungskrieg dann eher der Soldat wieder. Ja, der Krieger, also aber. Von daher. Weiß ich nicht, ist beides okay. Ich bin ein schleichender Stein. Ja. Duf, duf. Hört ihr mich? Glaube ich nicht. I'm a Ninja Stone. Rocket. Ja. Los, Pilzi, mach mal mehr Schaden. Okay. All that Damage. Hast du nicht irgendwie mal einen Buff, der meinen Schaden erhöht? Das wäre cool. Vielleicht bei meinen Unterstützungen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann dir Absorbieren geben. Ja, ja, aber das verhindert ja nur, dass ich Schaden bekomme. Das ist ja langweilig. Ich bin Heiler, kein Damage Booster. Du bist meine Buff-Schlampe. Was? Das habe ich jetzt nicht gehört. Soll ich es nochmal sagen? Nein. Wirbelsturm. Ach ja, du hast jetzt diese komischen Klingen da. Ja. Ich weiß nicht, so eine wirklich sinnvolle Verwendung dafür habe ich eigentlich nie gefunden. Ja, es ist halt mehr der Nahkampfangriff und man generiert dabei auch die Psi-Punkte. Ja, der wobei es halt ganz so lang zum cooler Angreifen. Ist, weil du dich währenddessen bewegen kannst. Ja. Oh Gott, jetzt haben wir den auch noch angelockt. Naja, kein Problem, nehmen wir halt mit. Oh, der hat 10.500 Leben, da sollten wir ein bisschen aufpassen. Ich stehe bereit mit Heal, wenn nötig. Es ist immer gut zu wissen, wenn die Leute so viel Leben haben, dann sollte man vielleicht mal ihren Fähigkeiten ausweichen. Aha. Ist eine Idee. So, kein Problem. Der war doch eine Lusche. Ja. Ja, konnte nix. So, da oben haben wir noch eine Quest und ein Attentat. Und in den Kommentaren wurde uns der Tipp gegeben, dass diese leuchtenden Steine, dass man die ausgraben kann oder sollte. Weil da könnten Gegenstände drin sein oder zumindest eine Buff-Station. Das heißt, das werden wir doch gleich mal tun. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Also Buff-Station fände ich jetzt nicht so geil. Epics wären eigentlich viel cooler.
Okay, es ist doch nur eine Buff-Station. Jetzt habe ich den Buff-Schild. Schade eigentlich. Kann da nicht einfach mal so ein Epic sein? Das fand ich an WoW ganz cool, als es dann diese Mid-Level-Gegenstände gab. Natürlich hat man die, wenn man hier anfängt, noch nicht. Mhm. Aber wenn du halt schon einen Charakter auf dem Max-Level hast, dass du dann halt dir quasi das Level mit den anderen Charakter leichter machen kannst. Ja, das stimmt. Das müssen wir hier war. Ah, doch, nee, da ist schon wieder. Aber mein Attentat ist immer noch hier. Hier liegt ein Buch. Ich will lesen. Und ich will jemanden töten. Okay. Ich bin betäubt. Los. Aber. Rot und böse. So. Weg mit dem. Oh. Mehr Angriffskraft. Ja, das nehme ich doch. Aber dafür sieht es bestimmt scheiße aus, oder? Naja, geht. Oh, geht sogar. Im Gegensatz zu deinem vorherigen Ding sieht doch eh dann alles scheiße aus, oder nicht? Ja, schon. Meine Klingen ändern sich nicht groß. Ich hab die auch immer noch im Rücken, so wirklich rumfuchteln tut er hier damit ja nicht. Ja, nee, das, gibt der. Oh, da ist mein Attentat. Oh. Das ist Level 11. Oh no, werden wir es schaffen oder werden wir dabei zugrunde gehen? Beides. Dass wir es im Grunde schaffen werden? Richtig. Im Grunde genommen ist es möglich, dies zu, ne? Hast du dir hier eigentlich die Kiste genommen? Ja, habe ich. Gut. Oh ne, die wollte ich eigentlich nicht nochmal töten, naja. Also als stell dir mal vor, du bist so ein NPC und da kommen die ganze Zeit Leute vorbei und geben dir ins Gesicht. Die machen nichts anderes, du bist eigentlich nur als Sandsack da. Ja. Einer nach Scheiß dem anderen Leben, ne? Kommt und schlägt dir in die Fresse. Da muss man einfach mal sagen, hat man halt ziemliches Pech. Ja. Wir müssen auch Felix Brustkorb finden. Okay, die sind alle da unten, die Sachen. So, dann habe ich da noch eine Rettungsmission nochmal auf dem Weg und dann, ja, passt. Schön, schön. Ja, haben wir ja auch wieder gut gelevelt. Mhm. Haben wir eigentlich, ja, wir gehen jetzt da in das Dorf. Nö, wir strecken nochmal eine Folge dazwischen. Durch unglaublich viele Quests, die auf einen hereinprasseln. Ja, wir können ja nichts dafür. Nein, nein, natürlich nicht. Die Quests kommen auf uns zu, nicht wie auf sie. Genau. Und zwischen den nächsten zwei Folgen locke ich auch mal kurz auf meinen anderen Charakter. Da kann ich uns nämlich schon ziemlich geile Waffen herstellen. Oh. Manche würden das Cheat nennen, aber ich nenne es einfach den Vorteil ausnutzen. So, hier ist mein Rettungsmissionsgegröße und das ist auch noch eine Quest. Rettungsmission. Ach, die hast du noch nicht angenommen, ne? Ja. Nee. Ah, okay. Ja, wie, die habe ich noch nicht angenommen? Ja, ich war ja eben kurz, da habe ich die angenommen. Ach so. Aber macht ja nichts. Die hängen unsere Leute in ekligen, schleimigen Beuteln auf. Wie bitte? Ih, Beutel. Naja. Was haben wir denn hier? Oh. Meine. Neue Schuhe. Ja, du als Frau von Welt brauchst sowas natürlich. Die haben hohe Absätze, du, ich sag's dir. Oh Gott, Herausforderung beginnt. Herausforderung! Ich hab sie noch nicht. Herausforderung! Aber wir müssen die Eier zerstören. Interessant. Hier, das. Ja, pass auf. Wir suchen uns den nächsten Gegner und treten ihm einfach in die Eier. Ich glaube, das zählt. Was machst du, wenn es eine Frau ist? Eierstöcke. Na, dann ziel mal. Ja, warum nicht? Ich meine, Gleichberechtigung und so. Ja, schon klar. Los, Blowjob-Monster. Bronze-Rang, sehr gut. Moa, Eier! Jo, Silberrang. Hab ich auch. Bam! So, müssen wir meine Psykling. Warte mal, ich werde das mal kurz umstellen. Ich finde die Fähigkeit nämlich
ehrlich gesagt etwas interessanter als das normale Q. Tatsächlich. Okay. Also im Moment bin ich damit zufrieden, ne? Weil ich eben lieber im Nahkampf dann da angreife mit dir zusammen, als immer darauf zu warten, dass diese Psyklingen mal losfliegen. Das ist auch ein bisschen fulminanter. Benutzt du eigentlich die zwei Shurikens? Nee. Wie nee? Nee, tatsächlich gerade nicht. Das okay. Lässt meine Fähigkeitsleiste nicht zu. Okay, aber eigentlich ganz cool, dass man da limitiert ist, aber darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Ich muss hier noch Leute aus ekligen, schleimigen Beuteln retten. Hab ich das? Wie heißt denn die Quest? Nee, das ist eine Kriegerquest von mir. Okay, gut. Ich muss ja schnell noch einen Kriegerrang aufsteigen, beziehungsweise noch ein paar, dann kriege ich wieder eine größere Tasche. Alles klar. Was ich auch mal kurz zeigen kann, man hat hier unten so Fähigkeitsrangpunkte. Die kann man investieren, um seine Fähigkeiten hier ein bisschen zu verbessern. Zum Beispiel, wenn ich das hier jetzt reinstecken würde, dann würde ich 11 Schaden mehr pro Klinge machen. Ich kann das einfach mal machen. Ich glaube, die Sachen kann man resetten. Ansonsten halt nicht. Und ja, insgesamt verbessert man so halt ein bisschen, ja, die Fähigkeiten. Ja, wobei ich mich immer frage, also es klingt halt zu wenig. Es ist Feintuning. Es kommt dann wieder auf die Masse der Schläge an. So, Rettungsmission abgeschlossen. Wir können ja gerade wieder raus. Oh. So. Los, ich kann mein Equivar nicht aktivieren. Ja, ne? Wir sind ja auch gerade drinnen. Ja, und? Ja, Pferde, wird schon mit dem Pferd durch dein Haus reiten. Das ist ein Drinnen-Equivar. Nein, also wie gesagt, man reitet nicht durch Häusern. Hier leben Leute, du kannst doch nicht einfach durch ihr Wohnzimmer reiten. Ja, aber töten schon, ne? Ja, das geht klar. Ja, jemanden in seinem Wohnzimmer abzustechen ist ja okay, aber jetzt stell dir mal vor, du reitest schon mit einem Pferd durch. Nachdem oder bevor ich ihn abgestochen habe? Gute Frage. Also ich glaube, wenn du hier drin alle abstechen würdest, dann wird es auch keinen mehr stören. Ah, hier ist ja noch eine Quest. Ja, aber die respawnen ja immer. Helixkopf, was ist das jetzt? Hä? Okay, jetzt müssen wir wirklich da in die, Finde Helix-Arm oder was ist das jetzt? Brustkorb. Ah. Hast du den Brustkorb schon? Ja. Oh, dann habe ich die vorher nicht angenommen. Ja. Sag nicht, droppen die den oder liegt das hier irgendwo rum? Ich habe keinen blassen Dunst. Ich habe die Quest jedenfalls erfüllt. Ja, dann können wir gerade nochmal zurück. Okay. Ja, ich töte in der Zeit ein bisschen, mal gucken. Geben die überhaupt noch EP? EP-Belohnung? Untergeordnet. Ich fasse das mal als Nein auf. Ja, doch, die, solange sie nicht, solange die Zahl nicht grau ist, Ach ja, alle Leute, die sich darüber wundern, warum ich bestimmte Fähigkeiten nicht so oft einsetze, ich vergesse es einfach immer. Können auch viel häufiger ja alles immer spammen und ja, dummerweise denke ich da nie dran. Hast du? Jetzt muss ich auch Beine finden. Die Beine sind hier übrigens auch drin. Achso, die Beine habe ich auch. Ich muss jetzt finde Helix Arme kriegen. Achso, okay, dann muss ich noch. Die sind hier auch? Weil nicht, muss auf jeden Fall noch deeper rein. Ja, doch, die sind hier auch. Auch deeper rein. Gut zu wissen. Die sind wahrscheinlich schon wieder elendig. Ja, tun wir. Nee, ja, elendig nicht. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei 15. Ein bisschen dann, mehr vielleicht. Jetzt muss ich auch die Arme finden. Dann finden wir die Arme doch in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.